Stimmung ist mal wieder sensationell. Also ich bin immer überrascht, dass die Jugendlichen tatsächlich den Samstag nutzen, um nicht auszuschlafen, sondern eben um zur Berufsstartermesse Go zu kommen, um sich hier zu informieren und vielleicht schon den Grundstein für ihre private und berufliche Zukunft hier im Land Brandenburg zu legen. Die Stimmung ist ausgelassen. Die kommen auch immer alle gleich direkt ins Gespräch mit den verschiedenen Ausstellern. Über 80 sind es ja in diesem Jahr. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie viele Informationen gleich ausgetauscht werden. Manche haben auch gleich ein Praktikum schon klar gemacht, wann sie sozusagen loslegen können, um mal in den Beruf direkt reinzuschnuppern. Ich finde es richtig klasse. Vor allen Dingen freut es mich, dass ganz viele Jugendliche mit ihren Eltern auch hier sind, um sich erstmal zu informieren, welche Chancen sie hier haben, in unserer Region einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und es hat sich ja in den letzten Jahren gewandelt. Früher waren die Jugendlichen auf Suche und jetzt hat sich ein bisschen gedreht. Jetzt sind die Unternehmerinnen und Unternehmer auf Suche nach Auszubildenden, weil der Fachkräftemangel zeigt sich in den nächsten Jahren auch in unserer Region. Und da muss man auch den Jugendlichen ordentliche Ausbildungsplätze anbieten, eine ordentliche Entlohnung und auch später dann, die Löhne werden sich anpassen müssen. Das heißt, heute haben Jugendliche eine gute Chance, einen richtig guten Job in der Prignitz zu erhalten. Also ich finde es sehr wichtig, da man hier lernt oder sich informieren kann, wo man ausbilden kann, also wo man eine Ausbildung bekommt, wo man vielleicht ein Praktikum anstreben könnte und man lernt halt verschiedene Berufsrichtungen oder Arten kennen. Das ist sehr wichtig, finde ich, diese Veranstaltung, dass man jetzt alles mal sieht, was es überhaupt gibt und wo man sich denn speziell darauf konzentrieren kann. Ich bin hier, weil ich halt noch nicht weiß, was ich werden möchte und wollte mich mal informieren und gucken, was mich vielleicht so interessieren könnte, welcher Beruf. Ich weiß halt schon, in welche Richtung ich speziell gehen möchte, halt Naturwissenschaften, und deswegen bin ich hier und wollte mich informieren, wo ich das halt studieren kann. Ich erwarte, dass ich hier einen Beruf finde, der mich interessiert und ja, dass ich einfach meine Interessen hier finde und ja, deswegen möchte ich mich hier ein bisschen umsehen. Wir haben heute die 14. Berufsstartermesse, Go inzwischen vom Namen her, und sind seit 14 Jahren auch hier am Standort in Perleberg und haben einen neuen Ausstellerrekord, worüber wir uns sehr freuen. Es sind 81 Aussteller, das ist wirklich Wahnsinn, wir mussten alle noch mal enger zusammenrücken. Viele sind seit dem ersten Jahr mit dabei, und was uns auch ganz besonders freut, was wir auch vom Feedback von den Schülern hören, die Kreishandwerkerschaft jetzt zum ersten Mal mit allen Innungen, die sie hier im Landkreis haben, vertreten, und was ebenfalls sehr von den Schülern artikuliert wird, sie freuen sich, dass die Hochschulecke und die Teilnahme der Universitäten von Jahr zu Jahr größer geworden ist und damit auch insgesamt das Ausbildungsangebot über die Fläche hinaus, über den Landkreis hinaus hier präsent ist. Die jungen Menschen, die potenziellen neuen Bewerber, die Chance haben, uns anzusprechen, welche Ausbildungsberufe wir anbieten, aber auch zu erfahren, welche Ausbildung oder welchen Schulabschluss man braucht, um eine Ausbildung als Medienkauffrau, Medienkaufmann digital und print zu erlernen oder ein duales Studium zu machen oder aber auch, um später mal Redakteur zu werden, wie es funktioniert, ein Volontariat zu belegen. In der ersten Stunde hatten wir jetzt schon 13 intensive Gespräche, die sehr interessiert waren. Zunächst fragen Mutti oder Vati, aber dann, dass wir doch in dem Gespräch die jungen Menschen mit einbeziehen und dass sie für sich einfach ja, dann schon reflektieren, dass sie zum Beispiel beim Projekt Zisch mitgemacht haben, dass sie da eine Assoziation haben, was macht ein Verlag, oder aber auch hier unsere Auszubildenden befragen können oder aber auch unsere Volontärinnen.